mit dir hingegangen. Und diese Behandlung, die... Total sinnlos. Ja, die war völlig gesund. Die hat den ganzen Stall vor Kinder kriegen können. Das lag an ihm. Wollen Sie damit sagen, dass Dennis keine Kinder zeugen konnte? Ja, ganz genau. Das ist das große Geheimnis. Seine kleinen Kampftaucher hatten Probleme mit ihrer Rückenflosse. Zu langsam. Ninelle war im 3. Monat schwanger. Wenn sie schwanger war, dann garantiert nicht von Dennis. Glauben Sie, dass er das genauso sieht? Oh, nein. Der will das nicht so sehen. Menschen haben Grenzen. Dennis' Grenze war seine Männlichkeit. Ich bin's, Dennis. Ich bin im Dekolager. Ich warte auf dich. Frau Sperl. Was wollen Sie denn hier? Sieht so aus, als sei das Alibi von Rolf Fürst geplatzt. Ich bin auf dem Weg zum Großmarkt. Kommen Sie mit? Ja, Moment mal, das muss ich erst mal... Der Staatsanwalt hat doch überhaupt keine Zeit. Ja, was wollen Sie? Ich habe doch was gut zu machen, oder? Ja. Ja, okay. Der macht nur okay. Alles klar. Gut. Du hast sie geschwängert. Ja. War das ein Grund, sie umzubringen? Jedenfalls behauptet dieser Koch, dass die Kräuter, die sie an dem Tag, an dem der Mord geschah, geliefert haben, nicht frisch waren. Wollen Sie jetzt hier mit mir über die Qualität meiner Ware diskutieren? Ersparen Sie uns das. Sie haben der Polizei ein falsches Alibi aufgetischt. Jeder hier weiß, dass der Türke seine Frau umgebracht hat. Also warum soll ich lügen? Ich habe inzwischen 2 weitere Restaurants abgefragt und ich bekomme jedes Mal die gleiche Auskunft. Die Ware war nicht frisch. Sie waren zur Tatzeit nicht in der Wetterau. Und Ihr Sohn auch nicht. Zwischen denen Bube herrscht Krieg. Ist Ihnen das vielleicht schon mal aufgefallen? War doch klar, dass der Dennis versucht hat, dem Rolf die Sache anzuhängen. Davor wollte ich ihn schützen. Ich habe auch lange an diese Sache mit der Fehde geglaubt. Seit Jahren macht er alles, um uns klein zu kriegen. Er und seine Frau. Aber es scheint sich hier ja wohl eher um eine Art Familiendrama zu handeln. Familiendrama? Ja. Frau Demirel war schwanger. Und Dennis war mit Sicherheit nicht der Vater des Kindes. Verschonen Sie mich doch mit so einer Schmutzgeschichte. Frau Fürst, können Sie sich vorstellen, dass Ihr Sohn ein Verhältnis mit Ninelle hatte? Rolf und die Türkin, das ist doch absurd. Die konnte ja nicht mal Deutsch. Aber nur mal angenommen. Ninelle erwartet ein Kind von Rolf. Dann war sie wahrscheinlich kurz vor dem Mord mit ihm zusammen.
Dennis sieht sie dabei und dann Kühlcontainer. Ja, so könnte es gewesen sein. Auf alle Fälle scheidet Rolf als Mörder aus. Sowieso. Warum dann das Alibi? Spiele Sie jetzt hier Spielchen mit mir, oder was? Frau Fürst, wo waren Sie eigentlich zur Tatzeit? Ich? Ist Rolf hier? Nein, ich dachte, du beschattest ihn. Hab ich auch, aber irgendwo ist er mir entwischt. Der trifft sich mit Dennis. Wo könnten die beiden sein? Wo haben sich Rolf und Linnell immer getroffen? Was weiß denn ich? Frau Fürst, Ihr Sohn wird vielleicht gerade ermordet. Du hast ihn nur gevögelt, um mich fertig zu machen. Nein, du hast dich selbst fertig gemacht. Dich und Ninel mit deinem scheiß Kinderwahn. Sie konnte nicht mehr. Sie wollte einfach nur noch weg. Alles Lüge. Los, aufhören! Schluss damit! Komm, runter! Komm, setz dich hin! Herr Fürst, wo waren Sie wirklich, als Ninel getötet wurde? Hier. Ich war mit Ninel zusammen, bevor das alles passierte. Und wer wusste davon? Nur der da. Darum hat er sie auch umgebracht. Schluss! Schluss! Das gilt auch für Sie. Und Ihre Mutter? Wusste die davon? Meine Mutter? Als der Mord passiert ist, haben Sie da Ihre Mutter gesehen? Nein. Die war doch in der Wetterau. Nein, das war gelogen. Sie war nicht in der Wetterau. Ja, was soll denn das? Ich war zu Hause, wo sonst? Frau Fürst, darf ich mal? Sehen Sie das? Das ist mir im Container passiert. Einmal kurz die Wand angefasst und schon sieht es so aus. Genauso wie bei Ihnen. Und wissen Sie, was das Dumme daran ist? Die Haut klebt auf dem Metall wie Fingerabdrücke. Frau Fürst, mit solchen Spuren ist das für uns eine Kleinigkeit, festzustellen, ob Sie in dem Container waren oder nicht. Ja, ich war drin. Ninel umgebracht. Rolfi, das wäre doch nicht gut gegangen. Für dich nicht und fürs Geschäft auch nicht. Ich wollte doch nur, dass du... Frau Fürst, seit wann wussten Sie davon? Halbes Jahr lang habe ich das mit angesehen. Er lässt das Geschäft vor die Hunde gehen. Der Kanacke macht sich in aller Ruhe breit hier in der Halle und mein Sohn guckt zu dabei. Alles wegen der Frau da. Wochenlang hat's ihn angestarrt. Er konnte ja gar nicht mehr anders. Und dann hat irgendwann der Schlüssel zu dem Raum hier gefehlt und dann habe ich gewusst, was los war. Haben Sie die beiden belauscht? Was er ihr alles versprochen hat. Die Stern wollte er ihr vom Himmel runterholen. Das Geschäft wollte er verkaufen an den Dennis und dann ab mit ihr. Du wolltest mich einfach sitzen lassen, abhauen mit der Frau von dem da. Und da haben Sie sie umgebracht, die Frau von dem da. Die Kerle haben sich geprügelt wegen dem Kühlhaus. Und da hat er sein Halskett verloren. Ich habe sie gefunden, sie lag unter unserem Stand. Und da hatte ich die Idee. Zuerst hatte ich ja Angst. Aber Sie können sich gar nicht vorstellen, wie einfach das dann war. Ich musste einfach nur mir vorstellen, wie der Rolfi mit ihr hier war, ihr billig Parfum einatme. Und auf meine Gefühle hören. Und dann alles rauslassen. Den ganzen Hass. Aber in der Aufregung hatte ich die Halskette vergessen. Und da
bin ich dann später noch mal her und da... Mein Gott! 100 Jahre Früchte fürsten, dann kommt so ein Türk und zerstört meine ganze Familie. Soll ich denn dabei zugucken? Frau Fürst, bitte kommen Sie. Sie tragen mir das nicht nach, was mir da beim Haftprüfungstermin rausgerutscht ist. Sie wissen ja, wie das manchmal ist. Schon gut. Was ist denn mit Frau Sperrn? Die hat den Fall doch quasi im Alleingang gelöst. Moment mal, im Alleingang? In einem lupenreinen Alleingang, würde ich sogar sagen. Und deshalb führt sie die Sache selbstverständlich auch zu Ende. Ist doch klar, Frau Sperrn, oder? Ja, sicher. Wenn Sie das sagen, gerne. Na, also dann. Alles Gute. Für Sie auch. Wiedersehen. Sicher, klar. Da läuft nichts zwischen euch beiden. Nicht die Bohne. Ich weiß gar nicht, wie ich auf so einen Quatsch gekommen bin. Danke, dass Sie noch mal vorbeigekommen sind. Ich wollte den Großmarkt mal von seiner lebendigen Seite kennenlernen. Darf ich Ihnen eine Kiste Himbeeren mitgeben? Nein, danke. Single-Haushalt. Für Sie, Herr Matula? Ich bin auch Single. Hallo. Dennis, wenn du willst, dann kannst du meinen Laden kaufen. Nein, danke. Es tut mir leid, das alles. Mach's gut. Alles Gute. Und Sie, Dennis? Was haben Sie jetzt vor? Ich mach weiter. Ich habe hart gearbeitet. Für das hier. Dennis! Dennis, brauch dich mal. Sie fehlt mir so sehr. Ich glaube nicht, was die Leute sagen, bis man darüber hinwegkommt. Ich kann Sie gut verstehen. So, und jetzt kommt meine lang versprochene Einladung zum Essen. Gleich hier im Fernfahrerimbiss. Bratkartoffeln mit Currywurst, extra scharf. Ja? Nee, es gibt hier einen kleinen Austernstand. Klein, aber fein. Geht. Da musst du aber ohne mich hingehen. Genau das habe ich auch vor. Ich bin nämlich zum Sektfrühstück verabredet. Oh, mit wem? Mach's gut, Josef. Wir sehen uns morgen. Mit der Sperl?